Am meisten punkten können Sie mit der Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen und der zeitgerechten Einreichung der Bewerbungsunterlagen. Das ist die Basis. Und dann natürlich gibt es in der Ausgestaltung der Unterlagen eine große Vielfalt, wo man natürlich Dinge besser machen kann als andere. Ja, ein kurioses Erlebnis bei den Bewerbungsgesprächen war, dass wir zuerst einen jungen Herrn bei uns in den Bewerbungsgesprächen hatten und dann mit demselben Familiennamen einen etwas älteren Herrn, bis sich herausstellte, dass sich Vater und Sohn im selben Jahr um einen Studienplatz derselben Studienrichtung beworben haben. Also die Top 3 Eigenschaften wären einmal in erster Linie das fachliche Interesse. Man sollte etwas studieren, an dem man wirklich inhaltlich interessiert ist. Top 2 aus meiner Sicht wäre dann das Zeitmanagement, das man einfach während des Studiums aufbringen muss, damit man Beruf und Privates und das Studium und einen Hut bringen kann. Und Top 3 aus meiner Sicht wäre dann das berühmte Sitzfleisch, das heißt das Durchhaltevermögen, wirklich die Zeit konsequent, kontinuierlich, parallel aufzubringen, um eben zu lernen und sich für das Studium zu engagieren. Also der Geheimtipp unter Anführungszeichen wäre, dass man sich, wenn es möglich ist, jedenfalls vor dem Sommer bewirbt, denn wir vergeben 2/3 der Studienplätze schon vor dem Sommer an die Bewerberinnen und Bewerber. Das heißt, im Idealfall, wenn man eine positive Aufnahmeentscheidung bekommt, kann man sich schon den Sommer über sehr, sehr gut auf das beginnende Studium im Herbst einstellen.